Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Terror Review, diesmal mit Transformers Generations Skywarp. Ja, zwar auch von der Transformers Generations Toyline, allerdings hier nicht erwähnt, dass es eigentlich eine Figur für die Fall of Cybertron Line ist. Sehr schade, aber trotzdem ziemlich cool gemacht. Die Figur ist ein Repaint von Starscream und ja, ich möchte es euch natürlich jetzt einmal etwas näher bringen. Bevor wir aber zu der Figur kommen, natürlich wie immer, gehen wir erst auf die Verpackung ein, denn diesmal hat Hasbro ein kleines Gimmick quasi mit eingepackt. Ja, kommen wir erstmal zur Frontseite. Natürlich haben wir wieder ein Blister-Pack. Wir haben hier einmal Skywarp, diesmal allerdings nicht als Artwork, sondern als volles Toy-Art quasi abgebildet mit den Waffen vorne drauf. Hier allerdings sehr enttäuschend, muss ich sagen. Wir sehen einmal hier rote Einschubsdüsen, rote Lichter überall, auch hier hinten. Und was ist hier beim Original passiert? Rosa. Rosa, rosa, rosa. Genauso wie bei Starscream. Sehr schade, rot hätte es richtig geil ausgesehen, weil es wirklich ein geiler Kontrast gewesen wäre zu lila und schwarz. Auf jeden Fall sehr schade, trotzdem eine geile Figur. Kommen wir jetzt einfach mal zu dem Rest. Ja, wie ihr seht, ist hier Skywarp ganz groß abgebildet. Das hat aber damit zu tun, nicht, dass das jetzt quasi die Verpackung ist, sondern das ist ein Comic von IDW, wie ihr hier oben seht. Ja, kommen wir aber jetzt erstmal, bevor ich euch das Comic zeige, zu der Rückseite. Wir haben auch hier diesen normalen Textpack. Wir haben einmal hier den Fliegermodus mit angebrachten Waffen und einmal quasi Skywarp hier abgebildet. Ziemlich cool auf jeden Fall. Dann einmal hier die Geschichte von Skywarp, kurz erklärt. Ihr könnt es pausieren, bis es dann weitergeht. Auch hier Schwierigkeitsgrad 2 von 3. Ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Trotzdem... Ja, weiß nicht, wieso es Schwierigkeitsgrad 2 nenne. Ich hätte eher 1 gemacht, weil die Figur ist in meinen Augen sehr leicht transformierbar. Ja, kommen wir jetzt aber einmal zu dem Schönen an der Verpackung. Wie gesagt, wir haben hier innen drinne das Comic. Die Verpackung legen wir jetzt mal zur Seite. Ganz kurz noch, die Verpackung ist dahinter einfach rot im Generation 1 Look. So, und hier haben wir quasi ein Comic, was quasi Skywarp ein bisschen näher erklärt. Wie er quasi auch gegen Starscream kämpft und ja, mit ihm so ein bisschen die Probleme hat. Wir sehen auch hier Skywarp drinnen, wie er sich unsichtbar macht. Ja, ansonsten, was haben wir da groß? Was ich auf jeden Fall sehr lustig finde, ist, dass hier verschiedene Charaktere quasi zusammengeführt wurden. Allerdings das Fall of Cybertron Design und ja, alle anderen Generations Figuren ebenso. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, hier ist zum Beispiel Starscream als in seiner Armada-Form. Passt irgendwie nicht so ganz. Und auch Swoop ist hier oben drin in seiner Animated Line. Ja, ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten sehr schön gemacht auf jeden Fall. Die Details der Figuren, wenn ihr es euch hier mal anguckt, ist auf jeden Fall einfach nur genial. Ja, ansonsten gibt es hier nicht groß was zu sehen. Ist halt Werbung halt für die IDW-Comics. Trotzdem sehr interessant auf jeden Fall gemacht. Kommen wir jetzt einfach mal zur restlichen Verpackung. Wir haben einmal hier die den Instruction Sheet. Hier allerdings ein bisschen interessanter gehalten. Nicht einfach so eine fotografierte Figur, sondern hier gezeichnet. Trotzdem sehr viel besser, finde ich, als wie bei Starscream. Ja, und ansonsten im Generation 1 Look gehalten, finde ich auch sehr interessant, bringt so ein bisschen Retro-Feeling. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur. Auch hier, die Figur wird genauso wie Starscream mit der doppelläufigen Gatling Gun geliefert und der Figur an sich. Die Gatling Gun, um es mal zu zeigen, ist ungefähr wie die von Starscream, die rote. Nur mit dem Unterschied, dass sie hier, finde ich persönlich, einen großen Fehler gemacht haben. Hier ist das Gehäuse rot. Die Läufe sind in einem metallischen Silber gehalten. Innen drin ist die Waffe rot. Hier haben sie es genau umgekehrt gemacht. Hier haben sie die quasi das Gehäuse lila, die Rohre lila und innen drin
die Waffe Grau-Silber. Finde ich sehr schade auf jeden Fall. Umgekehrt wäre es besser gewesen. Silber und innen drin lila. Aber gut, es ist halt ein etwas anderes Design. Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch die Waffen miteinander kombinieren. Weil ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, wozu dieser Plug hier ansonsten da sein soll. Vielleicht um an Armada-Figuren die Sachen dran zu packen, wie auch immer. Ja, kommen wir jetzt aber erstmal zur der Figur an sich. Die Figur finde ich persönlich von dem Farbdesign deutlich schöner als Starscream. Das Schwarz sticht halt deutlich hervor. Ja, ansonsten die Details sind im Groben selbe. Das heißt auch lilane Designs hier drauf für die Decepticon-Symbole. Die kleinen Details sind auch alle rosa. Ich denke mal, weil es durch die gleiche Maschine lief, haben sie wahrscheinlich hier auch das gleiche Painting quasi genommen. Weil es vorprogrammiert war in der Maschine, denke ich mal. Ansonsten auch hier die Figur ist sehr schlicht gehalten. Und drunter ein paar Details. Ansonsten sehr schön. Ja, und ja, das war es eigentlich schon im Flugzeugmodus. Kommen wir jetzt einfach mal zur Verwandlung. Zur Verwandlung genau das gleiche wie Starscream. Einmal hier unten den Fuß lösen, den anderen Fuß lösen, na, so, die Zehen rausklappen, dann anschließend die Spitze reinklappen, noch einmal nach vorne zusammenklappen, dann einmal das Ganze zurückklappen, den Kopf umklappen, rumdrehen, die Frontteil nach hinten klappen, dann einmal den Rücken nach hinten, nach oben klappen, die Hände rausholen, wie gesagt die Arme, so jetzt einmal das ganze Teil einmal nochmal rumklappen, so und die Arme ausfalten, so einmal so, ja und schon haben wir quasi Skywarp komplett verwandelt. Einmal so. Und genauso wie bei Starscream, das möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, denn ihr seht es natürlich auch in dem Starscream-Video, wenn ihr wollt, könnt ihr hier quasi die Waffen überall am Körper befestigen. Ich werde es jetzt einfach mal hier unten in den Arm reinstecken. So. Ja, und jetzt, um einfach mal ein bisschen zu den Vergleichen zu kommen. Wir haben jetzt hier einmal, wie gesagt, den Skywarp. Und jetzt zeige ich euch einfach mal den Starscream daneben. Und ihr seht selbst, die Figuren sind wirklich 1:1 identisch. Die Gesichter sind selbst gleich. Hier hat Hasbro auf keinen Fall irgendwie nur ein bisschen Änderungen beglichen. Mit dem Unterschied, Starscream hat silbernes Metall im Gesicht und Skywarp hat ein, ja, nicht silbernes, aber dafür gräuliches Gesicht. Das ist halt nur der einzige Unterschied. So, das ist die Figur, das ist die Figur. Ihr seht selbst, die Köpfe sind so ziemlich gleich. Na, ihr seht selbst hier. Sehr schade auf jeden Fall. Das hätte man ein bisschen abändern können. So wirkt er, wie gesagt, einfach nur wie ein Klon. Trotzdem eine geile Figur. Und ja, ansonsten seht ihr selbst, die Figuren sind 1:1 identisch. Von der Größe her identisch. Und von Farben her halt nur ein bisschen anders. Ansonsten eine sehr schöne Figur. Ich bin froh, dass ich die Figur jetzt noch bekommen habe. Ja, es fehlt jetzt effektiv von mir nur noch eine Sammlung Thundercracker, den ich auf jeden Fall jetzt versuchen werde, natürlich noch zu bekommen, damit ich alle drei komplett habe. Und um es mal ganz ehrlich zu sagen, das ist die einzige Figur, wo ich Repaints quasi mir zulege. Normalerweise verabscheue ich Repaints und hole sie mir nicht. Allerdings muss ich sagen, dafür, dass es quasi die ja, Fluggarde ist, von Starscream gehört es einfach dazu, in der Sammlung quasi alle Flieger von denen zu haben. Ja, von Details her, wie gesagt, und von Bewegungen ist die Figur gleich. Ihr könnt den Arm nach oben drehen, 360 Grad lässt sich wegen den Flügeln nicht drehen. Ihr habt ein Bizepsgelenk, doppelten Ellenbogen, die Hände lassen sich drehen.
Ansonsten, der Kopf lässt sich halt auch komplett drehen. Ist auf einem Drehgelenk wie bei Starscream. Die Beine lassen sich auch nach oben drehen. 90 Grad Kniegelenk. Der Zeh lässt sich nach oben drehen. Und auch hier lässt sich der Fuß zur Seite kippen. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles dasselbe. Auch hier, von der Bewertung her, hat die Figur in meinen Augen im Flugzeugmodus 9 von 10 Punkten erhalten und im Flugzeug im Robotermodus 10 von 10, auch hier 9,5 Punkte. Ja, ich empfehle sie jedem, denn die Figuren gehören einfach zusammen und wer Transformers liebt und vor allem die Computerspiele liebt, wird die Figuren auch lieben. Sie gehören einfach wirklich in jede Sammlung und ja, wenn ihr sie bekommt, wie gesagt, schnappt zu. Ich hoffe, das Review hat euch ein wenig gefallen, auch wenn es schnell ging. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch was, euer Rexford.